Hallo alle miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejagd, den Demeterjagd aus Mittelfranken. Ja, ich stehe hier in der Steppe, ich stehe in der Wüste. Sieht man das? Also ist das krass. Kein Regen, weit und breit. Irre, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Deshalb bin ich jetzt mit dem Wasserfass mal hier. Und ich werde zumindest gucken, die Walnüsse, denen mal ab und an genügend Wasser zu geben. Lieber weniger, dafür mehr. Also weniger oft. Dafür dann viel auf einmal. Die werde ich jetzt mal gießen. Und die Woche ist echt ein bisschen mau, sagen wir es mal so. Ich werde mich jetzt hier drum ein bisschen kümmern. Ich habe ja letzte Woche gebaggert. Habe die Leitungen eingezogen für den Zaunbau, wollte man die Woche eigentlich machen. Aber das hat sich jetzt um eine Woche verschoben. Der liebe Alfons, unser Jagdzüchter, der zufälligerweise auch Zäune baut, der ist nächste Woche oder kommt am Sonntag schon. An dem Tag, wenn ihr den Vlog seht, kommt der Alfons wahrscheinlich gerade an bei mir und ich hocke mich mit einem Seidel Bier mit ihm auf die Terrasse. Und dann geht es Montag früh los und dann schauen wir mal. Er kann es mir auch nicht sagen, wie lange das dauert. Das ist ein Kilometer Zaun, also nicht viel, 2,2 Hektar, circa 2,5 Hektar. Haben wir ja schon mal, oder habe ich ja schon mal gezeigt, ich habe es ja gerade schon mal abgeflogen, da hinten rum. Die Rubinenpfähle, die Eckpfosten quasi, die Leitpfosten, die haben wir schon geschlagen oder besser gesagt einrammen lassen. Und jetzt geht es darum, einen Festzaun zu spannen. Wir wollten schon immer einen Festzaun, weil es einfach die Hausweide auch ist. Das heißt mit Draht quasi einen fest installierten Zaun. Dreiläufig wäre so der Standard. Zwei bis drei, also dreiläufig hätte ich jetzt mal gesagt. Wir haben uns aber für einen wolfsabweisenden Zaun entschieden. Und der hat ein paar Richtlinien und Regeln, die da sind. Gehen wir einfach mal hoch. Die da sind. Ja, vor allem in der Höhe, das ist so mal das Wichtigste. Also die Höhe der obersten und der untersten Litze und dann die Abstände zwischen den verschiedenen Litzen dürfen auch gewisse Maße nicht über- oder unterschreiten. Und am Ende kommt man dann bei Rindern auf einen fünfläufigen Zaun. Das heißt, die unterste Litze muss auf 20 cm sein, darf nicht höher sein, quasi, dass der Wolf nicht unten durchkommt. Und die höchste, ja, da gibt es jetzt verschiedene Meinungen oder Aussagen. Im Datenblatt steht drin 90 cm in Klammern 120 cm. Also 90 cm oder 1,20 m. Das steht in Klammern. Es steht aber dann auch im weiteren Verlauf, dass ein Zaun für Rinder erst hütesicher ist bei einem 1,20 m. Das heißt, da muss man es da so machen. Bei Schafen wohl 90 cm anscheinend. Wenn Wölfe auf Schafehunger haben, dann springen sie nicht so hoch. Keine Ahnung. Aber ist so. Da halten wir uns dran oder müssen wir uns dran halten. Und dann haben wir jetzt hier diese Eckpfosten. Kommen wir von hier unten an. Gehen dann hier rüber. Hier ist dann auch das obere Tor, das ihr gar nicht mit gesehen habt. Dann geht es hier hinten bis hoch zum Waldrand. Wir kommen hier hinten wieder runter. Und dann hier rum. Haben zwei Tore zur Einfahrt, dass wir auch gut reinkommen. Solltet ihr Drohnengeräusche hören? Natürlich, wenn Papa fertig ist, muss Junior üben. Natürlich nur unter Aufsicht. Der wird nächste Woche gebaut. Fünfläufig, wolfsabweisend. Du brauchst ein bisschen, brauchst richtig Power am Weidezaungerät, dass das dann natürlich auch diese fünf Drähte gut versorgt. Und ja, warum haben wir jetzt einen wolfsabweisenden Zaun gebaut? Ja, Punkt 1, wir sind in einem Gebiet, wo ein nachgewiesenes Rudel ist. Wir haben hier einen Forstpark, einen Wildpark, wo auch immer ein Rudel durchzieht. Das Rudel hat auch schon Nachwuchs. Wir haben auch schon ein, zwei Geschichten hier gehabt, ob es dann am Ende der Wolf war oder das Tier schon tot war und der Fuchs erwähnt knabbert hat. Ist ja nicht immer so klar. Aber wir haben hier einen Wolf. Und jetzt geht es darum,
Haben wir Angst vor dem Wolf? Kommt der Wolf zu uns? Ich glaube es nicht. Also ich glaube auch mal, die Jacks werden da keine großen Probleme mit dem Wolf haben. Aber es geht ja auch immer darum, ja, so ein Zaun, also ganz ehrlich, der, wenn er 1,20 Meter hoch ist, ein Wolf, wenn er will, hupft dann 2 Meter hoch. Ne? Er wird den Wolf nicht abhalten, da reinzukommen. Das bezweifle ich ganz stark. Wenn der da rein will, dann kommt er da rein. Aber es ist halt auch so, wenn wir nicht das Nötigste tun, solange der Wolf gewünscht ist, von wem auch immer, also solange er gewünscht ist, hier bei uns in Deutschland, müssen wir vorsorgen, damit wir am Ende vielleicht eine Entschädigung kriegen, wenn es einen Riss gibt. So ein Jack ist schweineteuer, also da sprechen wir gleich mal von ja, so 2.500 bis 2.500 Euro. Gibt auf eBay günstigere, aber günstiger kann es jeder machen. Aber du bist bei 2.000 bis 2.500 Euro, was so ein Jack kostet. Das heißt, der Schaden ist da schon immens. Und wenn eben mal was passieren sollte und wir nicht unser Nötigstes getan haben, in dem Fall mit einem wolfsabweisenden Zaun, dann werden wir dafür keine Entschädigung bekommen. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, da einen Antrag zu stellen. Der Antrag wurde auch genehmigt. Und bis Februar, glaube ich, dieses Jahr war es so, dass 100% des Zauns gezahlt werden. Jetzt ist es nicht mehr so, dass wir dann eingereicht haben. Da werden dann, ich meine, es sind 60%. 60% der Kosten werden gedeckt. Das kann man ganz offen und ehrlich sagen. Ich würde mich jetzt auch nicht für 100 schämen, weil, wie gesagt, ja, wenn wir den Wolf wollen, dann müssen wir auch alle zusammenhelfen. Das können nicht nur wir machen, weil wenn es nur wir machen, dann ja, ne. Anderes Thema, heißes Thema, aber ja, da müssen wir alle zusammenpacken, wenn wir das als Gemeinschaft wollen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht gegen den Wolf. Ich freue mich auch, dass er hier ist, dass die Diversität auch bei den Tieren wieder da ist. Geht er eher zurück und es ist schön, wenn solche Tiere auch wieder kommen. Aber wie gesagt, wenn wir wollen und es diese Regeln gibt, dann spielen wir damit, dann machen wir damit. Aber jetzt genug gelabert. Nächste Woche geht's los mit dem Zaunbau. Ich werde auch noch die Halle unten ausräumen, weil der Häcksler jetzt dann mal kommt. Der Hackschnitzelhäcksler nehme ich auch noch mal kurz mit. Ich gieße jetzt mal die Bäume und dann schauen wir mal weiter, ne? Einmal gerade ziehen reinbracht. Top. Also, dann haben wir ihn zusammengerammt. Schwade ist wieder drin. Da, wo er dann mal hinkommt. Die 4 Meter habe ich aufgestapelt. Damals sauber gemacht. Weil Hintergrund ist ja der, warum habe ich jetzt den Schwader umpackt. Schauen wir noch, was ich mit den 6 Spinnen mache. Dieser Haufen hier, der soll ja da rein. Und zwar in Hackschnitzelform. Deshalb machen wir jetzt mal langsam sauber. Der wird dann unten beim Vater am Hof abgestellt im Stodel. Und dann können wir das jetzt mal voll häckseln. Ich glaube nicht, dass das alles reinbringt, aber da seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Da werde ich ein schönes Video drüber machen, wenn der große JBC mit riesen Häcksler da ist. Geht's rund. Ja, gut. Was mache ich jetzt noch? Wir gucken uns jetzt noch zwei Sachen an. Punkt 1. Nächste Woche kommt der Zaun. Oder wird der Zaun gebaut. Ich packe jetzt hier mal noch fleißig Material aus. Tue es mal gleich aufs Kitschel drauf. Und dann können wir damit schön rumfahren und haben alles beieinander.
Und Punkt 2, wir müssen die Jacks noch ein bisschen einsperren. Das heißt, die werden jetzt dann 3-4 Tage nur auf dem Unterstandplatz sein. Weil ich muss den ganzen Zaun abbauen, den ich jetzt dann habe, den mobilen. Und deshalb werden sie dann ein bisschen eingepfercht. Aber halten sie schon aus. Guten Morgen. Herrlich. Es ist früh um 6 Uhr. Ich habe gleich meinen Bulldog angeschmissen und die Nachbarn aufgeweckt. Hoffe ich nicht. Die Jacks sind draußen. Warum sind sie hier draußen? Hä? Ich bereite vor. Misten, dann Paneele hier bauen, die quasi einfärchen. Es ist jetzt Samstag früh. Das muss ich jetzt alles machen. Punkt 1, sie sind gern draußen in der Früh. Da ist noch nicht so warm. Da kann ich schön aussperren. Dann werden sie hier ein bisschen eingepfercht, in Quarantäne gestellt, weil am Montag fangen wir an, den Zaun zu bauen. Und ich muss ja den ganzen Zaun hier abbauen. Also, und irgendwie einen Behelfszaun bauen. Gerade im Moment wirklich nicht möglich. Du kriegst keinen Pfosten in die Erde rein. Es ist so scheiß trocken. Nächste Woche ist ein bisschen wieder gemeldet. Vielleicht kommt ein bisschen was. Ne? Also jetzt mal misten. Und dann Paneele aufbauen und Zaun abbauen. Also, die Jacks sind eingesperrt. Da haben wir es. Und jetzt bauen wir den Zaun ab. Und dann sind wir fertig. Wohin? Du kannst dann einfach am Boden legen. Ja, genau. Und machst das ab. Genau, dadurch wird der Strom übertragen. Ne? Und fertig. Hier war einst ein Zaun. Also den haben wir jetzt komplett hier einmal rum weggemacht. Die wo mein Draht anhängt, wo man alles rausdreht. Die Fiberglaspfähle weg. Und die Jacks sind eingepfercht. Leider, denen gefällt es noch nicht so gut, die wissen noch nichts damit anzufangen. Aber ja. Na, kriegen wir hin. Dann war es das für diese Woche. Ich hoffe, es war was dabei für euch. Und ich nehme euch natürlich jetzt dann auch live mit, wenn es soweit ist, wenn wir am Montag beginnen, den Zaun aufzubauen. Unseren wolfsabweisenden, fünfläufigen Zaun. Also, bis nächste Woche. Klickt auf Gefällt mir, kommentiert fleißig. Und dann einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Servus.